Herzlich willkommen zu Teil 5 meiner Serie über Live-Sound-Programmieren hier auf G66. Ich bin Bernd Kils von GitarrenlehrerOnline.de, heute für G66 hier unterwegs. Und ich zeige dir in diesem 10-teiligen Kurs, wie du von Null an ein Live-Preset programmierst für FM3, FM9 oder XFX3. Ich benutze dazu hier meinen wunderschönen FM9, den ich auch benutzen werde bei meinem CD-Release-Konzert am 16.11. im Kolosssaal. Wenn dich also das, was ich hier spiele, interessiert, wenn du denkst, boah, cool, dann kannst du dir das gerne mal angucken. Es gibt auch schon ein Musikvideo auf meinem Channel, @berndkils, das heißt Fear Me. Ja, also hab Angst vor mir. Genug der Eigenwerbung. Weiter geht's hier mit Teil 5. Kurze Zusammenfassung. Wir haben in Teil 1 besprochen, wie wir das Preset planen und haben das Ganze in der Struktur gemacht, welche Channels wir nehmen, welche Scenes wir nehmen. Wir haben die Scenes benannt, wir haben uns überlegt, was wir brauchen und so weiter und so fort. Im zweiten Teil haben wir den Clean Sound programmiert und uns überlegt, welche Box wir nehmen für alle Sounds wegen des Frequenzspektrums. Wenn du Näheres wissen willst, schau Teil 2. In Teil 3 haben wir den plexi-mäßigen Sound mit einem Friedman Small Box programmiert. In Teil 4 haben wir den Rock-Rhythmus- und Solo-Sound programmiert, also 4 Scenes mit verschiedenen Variationen. Und ich habe dir noch was zu Noise Gate erzählt. Jetzt sind wir in Teil 5. Und in Teil 5 geht es um die Effekte vor dem Amp. Namentlich Kompressor und Drive. Ich weiß, manche machen auch gerne einen Chorus vor dem Amp. Ich mache den lieber hinter dem Amp. Manche nehmen auch vor dem, keine Ahnung, noch irgendwas. Aber es geht jetzt hier um Kompressor und Drive. So, Kompressor handeln wir kurz ab. Es gibt einen Kompressor, den ich am liebsten mag. Und das ist, seitdem ich den Fairchild-Kompressor mal ausprobiert habe. Und für mich ist das der geilste Kompressor-Sound. Es ist komplett persönlicher Geschmack. Alle Kompressoren sind berechtigt, die da drin sind. Ich wähle Studio FB Kompressor, denn der klingt wirklich so ähnlich wie der. Das ist ein spezieller Kompressor. Ich kenne mich nicht aus. Ich probiere es einfach nur aus. Und ich fühle, dass der geil klingt. Und dann nehme ich den. Ja, also der Kompressor ist. So, welche wichtigen Parameter hast du beim Kompressor? Wir fangen mal hinten an, und zwar ist das der Mix-Regler. Level-Regler dürfte klar sein, da können wir einfach boosten und runter machen, falls hier vorne was passiert, was den Pegel verändert. Mix bestimmt, wie viel von dem komprimierten Signal dazu gemischt wird. Wenn der auf 100% ist, hast du nur das komprimierte Signal. Wenn du den auf 50% machst, hast du sogenanntes Parallel, oder also alle Werte außer 0 und 100. Hast du Parallel Compressing? Das heißt, du hörst das Originalsignal, aber auch das komprimierte Signal. Vielleicht machen wir es mal auf 60%, nur dass wir irgendwas verändert haben. So. Im Original mache ich es auch auf 60%. Ob man einen Kompressor benutzt oder nicht, das ist pure Geschmackssache. Ich habe hier jetzt mittlerweile immer gern einen drin, weil ich halt diesen für mich entdeckt habe. Und du kannst natürlich auch alle möglichen anderen ausprobieren. Es sind ein paar drin. Der einfachste ist wahrscheinlich der Pedal-Kompressor. Ja? Pedal-Kompressor 1, Pedal-Kompressor 2, die gibt es schon ewig. Die Studio-FB gibt es noch nicht so lang. Und das ist mein absoluter Favorit. Ich stelle den so ein. Dann kannst du im Prinzip die Stärke des Kompressors bestimmen mit Threshold. Ja? Hast du hier. Und du siehst hier diese schöne Repräsentation. Ja, was da alles so passiert, ja. Also Threshold nach da ist stärker. Und Threshold nach da, bei 0, passiert halt 0. Ne? Und hier passiert halt sehr viel. Allerdings macht er das Signal halt auch leiser, deswegen musst du das Ganze wieder ausgleichen. Und wo kann man das bestimmen? Wo ist Gain? Irgendwo ist Gain. Das machst du dann hier mit Level, ne? So. Lassen wir aber so Auto-Make-up. Der macht dann automatisch praktisch die Pegelanpassung zu dem, was du da eingestellt hast. Wenn du dich nicht näher damit beschäftigen willst, stell es einfach genauso ein, wie es hier steht. Wobei, ich habe die Default-Werte eigentlich besser gefunden. So. Und du siehst halt hier mit dieser kleinen Kugel, wenn die halt über diesen Punkt kommt, der Punkt heißt Knee, ja, Knee, also K-N-E-E, wie das Knie, das da, ja. Wenn der über diesen Punkt kommt, passiert was und dann wird der Pegel praktisch reduziert, der aber gleichzeitig wieder mit dem Auto-Make-up höher gemacht wird.
Und was halt passiert ist, dass der Dynamikbereich eingegrenzt wird. Und je nachdem, wie Attack eingestellt ist, wird der Peak Attack mehr betont oder weniger betont. Das macht ein Kompressor. Lassen wir den Kompressor kurz hinter uns und, das heißt nicht kurz, sondern wir lassen ihn jetzt für immer hinter uns für diese Serie. Das war genug zum Kompressor. Wir kümmern uns jetzt um den Drive Block. Und zwar habe ich hier zwei Drive Blocks drin. Den zweiten Drive Block habe ich benutzt, um die verzerrten Sounds anzuboosten und den Sound so zu shapen, dass es geil klingt. Um den geht es jetzt hier heute nicht. Den haben wir besprochen in Teil 4. Heute besprechen wir den ersten Drive Block. Und da mache ich jetzt im Prinzip einen Sound rein, den ich gerne mag, den ich dem Clean Sound nachher mit den Schaltern vom FM3, FM9, XFX3 vielleicht dazu schalte, wenn ich Bock drauf habe. Also einen optionalen Sound zum Clean Sound. Ja? Dazu wählen wir den Standard Clean Sound aus und machen mal das Drive Pedal an. Der ist momentan eingestellt auf T808. Sache. Ich zeige dir aber jetzt mal einen, der mir besonders gut gefällt. Und zwar ist es der, und ich muss ihn suchen, Sunrise Splendor. Und zwar ist das ein Pedal, was ursprünglich von der Firma JHS ins Leben gerufen wurde. Es ist aber eine sehr gute und eventuell ein bisschen erweiterte Kopie eines Bluesbreaker Pedals. Ja, das ist ein Bluesbreaker. Es schreit nach John Mayer, ja. Ich kann das Ding nicht, ja. Und von dem haben wir zwei Geschmacksrichtungen. Wir haben den Sunrise Splendor. Morning Glory heißt das Pedal. Sunrise Splendor. Und wir haben den Sunrise Splendor High Cut. Geschmackssache, ja? Ich glaube, ich lasse ihn so. Ich glaube, ich lasse ihn gehen, auch genau so. Weil das ist so ein richtig schöner, singender Blueslied, ja? Vergleich mit und ohne. Ohne. Mit. Eventuell möchten wir keinen Level Boost. Deswegen mache ich es ein bisschen leiser. Eventuell auch in dem Lead-Sound, den wir haben, dazu schalten und es soll dann nicht besonders lauter werden. Natürlich kannst du optional das Pedal auch so einstellen, dass es den Lead-Boost schon drin hat. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Clean-Channel benutzt und dann direkt so einen Solo-Sound möchtest mit dem Pedal. Aber ich habe es jetzt halt so gemacht, dass der Level ungefähr gleich bleibt. Jetzt checken wir nochmal ab mit dem Level. Wir müssen generell ein bisschen drüber. Ja, wir müssen definitiv die Pegel später noch mal ein bisschen reduzieren alle. Ja. Gut. Ja, das wäre mein Tipp für so einen Sound. Und es gibt natürlich noch Tonnen von anderen Pedalen, die da drin sind. Wenn du es ein bisschen härter möchtest, kannst du zum Beispiel den Sur Riot dazu nehmen. Ne? Natürlich anschalten, Bernd. Okay, für alle Jeff Beck-Fans.
Wo ist er? Clone Chiron. Kannst du ja mit den verschiedenen Channels, kannst du dir ja alle speichern und eventuell sogar einen Schalter legen, wo du die Channels hoch und runter schaltest. Das machen wir später mal. Deswegen suchen wir jetzt mal ein schönes Pedal für jeden Channel aus. Lassen wir mal A, Clone Chiron, machen wir B, Sunrise Splendor, machen wir C, T808 Mod lassen wir für C und wir machen D, Sur Riot. Okay? Kurz ein bisschen fein einstellen. Den machen wir ein bisschen overboard hier. Zu laut. Ja, und das schließt es ab. Effekte vor dem Amp. Ich weiß, es gibt noch mehrere Effekte, die man vor dem Amp verwenden könnte, aber die machen wir hinter dem Amp. Das war's zu Teil 5. Wir haben Bergfest. Ja, es gibt 10 Teile. Die findest du übrigens alle unten in dem Inhaltsverzeichnis. Ich habe in die Beschreibung ein kleines Inhaltsverzeichnis reingemacht. Und da findest du alle 10 Teile zum sofortigen Zugriff. Ich würde dir empfehlen, alle nacheinander zu gucken und auch bis zum Ende zu gucken. Gibt bestimmt ganz viele Informationen, die du gut gebrauchen kannst. Und ja, das war's aber für dieses Video. Wenn dir das Video und die Serie gefällt, Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Kanal abonnieren von G66, dass du die anderen Teile nicht verpasst. Am besten auch das Glöckchen drücken. Bei mir vorbeischauen at Bernd Kills und dir auch mal meinen Intensivkurs zum Fractal Audio Generation 3 Equipment anschauen. Also FM3, FM9 und XFX3. Über 60 Lektionen, ewige Spielzeit, der war richtig Aufwand zu drehen. Und ja, schau mal vorbei, wenn du von Anfang an lernen willst, wie man das Gerät richtig bedient. Ansonsten dir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Mach's gut, bis dann und ciao!